Und hier in Halle 6 finden wir einen der ganz, ganz spannenden Neuheiten auf dem Caravansalon 2022. Und zwar den Würstner Liseo Galerie T649G heißt hier diese Ausführung. Und das Spannende an diesem Fahrzeug von außen, sieht ja erstmal ganz normal aus, auf Fiat-Basis. Aber wenn ihr nach oben schaut, seht ihr dieses Aufstelldach. Und dieses Aufstelldach ist im Prinzip nichts anderes als so eine Art umgebaute Luftmatratze. Die Wände sind mit Luft gefüllt, werden von einem Kompressor befüllt, stellt sich selbstständig auf und hat zudem auch natürlich noch eine gute Isolierungsfunktion. Auch das Heck ist hier beim Würstner etwas anders gestaltet, sehr formschön, sehr gerade, oben allerdings auch nochmal mit einem zusätzlichen Fenster für ein bisschen Licht. Und wir gehen ein Stück weiter rüber, sehen auch hier eine Heckgarage, die ist jetzt nicht sonderlich groß und da ragt natürlich auch so ein bisschen Technik mit rein, aber dafür, dass das Auto um die 7 Meter hat, ist das schon sehr erstaunlich, was man hier an Platz hat. Neben mir steht jetzt Jens Kromer, Geschäftsführer von Bürstner. Jens, der neue Liseo Gallery, was ist der große Unterschied? Was ist hier komplett neu? Ja, ist an sich eine ganz neue Fahrzeugkategorie. Man kennt ja traditionell den Teilintegrierten, ne, flach vorne. Man kennt den Alkoven mit seiner Beule vorn. Und jetzt haben wir an sich beides. Beides in einem Fahrzeug. Ich fahre als Teilintegrierter und ich lebe wie in, oder besser sogar wie in einem Alkoven. Was sind denn da die Vorteile von so einem Modell? Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie können kompakt fahren. Das heißt auch schon, das fängt bei Emissionen, bei Spritverbrauch an. Dass ich verbrauche wie ein Teilintegrierter, weil ein Alkoven hat ja viel mehr Luftresistenz. Aber ich lebe noch besser wie im Alkoven, mit noch mehr Platz. Und Bürstner steht ja für Wohnfühlen, Wohnen und Wohlfühlen. Und das ist unser Credo. Und ich glaube, das ist wirklich das beste Bild dafür. Gerade auch dieser Grundriss 649, Entschuldigung. Den Wagen gibt es in zwei Grundrissen, die hat, glaube ich, jedes Mal die gleiche Länge. Wie unterscheiden sich die beiden Grundrisse? Also es sind beide 7-Meter-Fahrzeuge. Das eine ist ein Fahrzeug mit einer Hecksitz-Lounge hinten drin und vorne, wie gesagt, dieser aufblasbare Alkove sozusagen. Und der andere ist ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug mit dem als reines Bett nur der Alkovenbereich und hinten ein großes Heckbad. Sie haben das Stichwort gesagt, aufblasbar. Wir werfen mal einen Blick oben drauf. Aufblasbar ist natürlich eine tolle Nummer, aber da nochmal vielleicht ganz kurz raus kristallisieren. Was ist da ganz genau der große Vorteil? Also habe ich da eine Ganzjahrestauglichkeit beim Campen, die einfach besser ist als bei einem ganz normalen Stoffaufstelldach? Genau, das ist der Punkt. Das heißt, beim Aufstelldach ist es Stoff, ist es ein Zelt. Also wenn es regnet, wird es schnell nass und wenn es kalt ist, sowieso keine Dämmung. Hier reden wir über eine Luftkammer letztendlich und es ist ein physisches Prinzip. Eine Luftkammer ist auch eine der besten Dämmungen, die es überhaupt gibt. Und man kann auch tatsächlich, das Fahrzeug ist absolut wintertauglich. Ja. Erinnert an eine Luftmatratze quergestellt. Ich würde sagen, wir springen mal rein und werfen einen Blick rein.
sind jetzt im Inneren des Fahrzeuges. Erster Blick, keine Aufstellleiter, sondern eine Treppe und eine Funktionstreppe auch noch. Das heißt, ich kann sie einmal zum Hochgehen ganz praktisch durch die Treppe und in jedem Bereich auch noch Stauraum. Es kombiniert beides. Fantastisch. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Loft nach oben raus. Wenn wir mal hier oben einen Blick reinwerfen, Liegefläche, wie groß? Entschuldigung, die Liegefläche liegt bei im breitesten Fall 1,50, aber sagen wir mal durchgängig 1,40 Breite. Mal 2 Meter. Mal 2 Meter. Okay, also tatsächlich auch tauglich für zwei erwachsene Personen oder zumindest anderthalb, wenn sie nicht so aussehen wie ich. Sehr schöne Sache. Wenn wir uns jetzt einmal drehen hier zur Küchenzeile, da noch irgendwie, ich habe jetzt gesehen, da ist eine Rundecke, das andere Modell, haben Sie gesagt, hat was für einen? Hat hinten ein Bad drin, komplett. Also das Bad ist deutlich größer, hier haben wir ja ein Vario-Bad. Es ist angenehm, es ist komfortabel, aber es ist trotzdem begrenzt. Der andere ist komplett über die komplette Breite, ein Bad drin ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer mit sehr viel Stauraum etc. So, hier hat man aber den Vorteil der Hexitz-Lounge, wenn man sich dreht. Und die erlaubt halt ein sehr gemütliches Verweilen bei Tagen, wo das Wetter eben nicht ganz so schön ist. Und man sitzt hier sehr extrem gemütlich. Und des Weiteren haben wir auch ein Hubbett drin. Das heißt, es erlaubt uns bis zu 6 Personen, die schlafen. Jetzt muss man sagen, 6 Personen dürfen aber das Fahrzeug nicht fahren. Wir haben 4 Sitzgurte drin. Also 4 Personen fahren. Wenn ich aber jetzt Bekannte habe, die vielleicht ein Zelt nebendran haben und die lieber innen drin schlafen würden, wäre das hier möglich. Bis zu 6. Vorletzte Frage. Wo starten wir preislich? Also starten roundabout 90.000 Euro. Dieses Fahrzeug ist etwas teurer, weil er voll ausgestattet ist und der geht leicht über 100.000 Euro. Und dann jetzt die obligatorische Frage. Verfügbarkeit wahrscheinlich wie bei allen anderen Herstellern? Im Moment müssen Sie für ein frei konfiguriertes Fahrzeug bis zu 1,5 Jahren rechnen. Wenn Sie das Glück haben, dass der Händler vorgeordert hat und die Ausstattung dem Wunsch korrespondiert sozusagen, dann vielleicht haben Sie das Glück, gleich wegfahren zu können oder bald wegfahren zu können. Vielen Dank, macht bestimmt viel Spaß. Danke fürs Interview.